News und Talks für Gebildete. Als erstes muss ich sagen, dass wir auf keinen Fall solche Kanäle wie Nur Wieso oder Junge Meinung, die wohl mit der AfD zusammenhängt, oder Never God Forget Niki oder so etwas zensieren dürfen. Wir dürfen so etwa die Meinungen nicht unterdrücken, sondern wir müssen sie stellen. Wir müssen mit ihnen diskutieren, ja? Also Nur Wieso zum Beispiel ist zwar inhaltlich völlig unwichtig, weil sie keine Wahrheiten bringen, sondern nur Irrtümer. Aber genau das ist ja in der Demokratie immer so, ja? Und wir können doch nicht nur, weil Menschen im Irrtum sind, sie einfach zum Beispiel bei YouTube sperren oder so. Das ist antidemokratisch. Also lasst alle diese Dinge leben, aber diskutiert die Dinge, ja? Und deswegen wollen wir mal heute das Thema Rassismus oder das leichten Rassismus diskutieren, ja? Erste Information. Fangen wir direkt damit an. Wir alle sind Nachfahren von Schwarzafrikanern. Das ist schon mal viele nicht wissen. Ja, wenn wir in der Evolution, wenn wir an unsere Großmutter denken, viele kennen, haben noch ein Bild von ihrer Großmutter. Und wenn Sie jetzt aber nun sich vorstellen, dass unsere Großmutter natürlich wieder eine Großmutter hatte, wird schon schwieriger. Da kennen die meisten sie nicht. Aber das ist ganz real, war das so. Unsere Großmutter hatte eine Großmutter und die wieder eine Großmutter und die wieder eine Großmutter. Und wenn wir jetzt also nur weit genug zurückgehen, dann wird ihre Hauptfarbe mit der Zeit immer dunkler und irgendwann ist sie tiefschwarz, weil sie in Afrika lebt. Ja? Das heißt, unsere Ur-Ur-Ur-Großmütter haben in Afrika gelebt und hatten eine tiefschwarze Haut, genauso unsere Urgroßväter, Ur-Ur-Urgroßväter. Ja, das heißt also, wir sind alle Schwarzafrikaner. Das ist schon mal die erste Verabschiedung vom rassistischen Denken. Ja? Zweitens, letztendlich geht es nur, wenn ein Staat gesund überleben will. Ein Staat wie Deutschland, der keine anderen Ressourcen als Gehirne hat, also das ehemalige frühere Land der Dichter und Denker, das jetzt zum Land der Pisa-Versager geworden ist, sozusagen. Erstens müssen wir natürlich die Bildung verbessern. Das macht die Bildungsreform der zweiten Scientist for Future 2, indem dann die Lehrer, die wirklich Kinder fördern, wirklich die Leistung jedes Lehrers gemessen wird mit einem ganz komplizierten Schlüssel, nämlich also was dann dazu führt, dass wirklich die Lehrer die Kinder maximal fördern und dafür sorgen, dass unsere Kinder wieder fähig werden, einen gut bezahlten Beruf zu haben nach dem Absolvieren der Schule und des Studiums und so weiter, ja, auch die Hochschullehre und so weiter. Das müssen wir brauchen erstens mal ein effizientes Bildungssystem statt irgendwelche ideologischen Bildungsexperimente, die unsere Kinder immer noch unfähiger machen, sozusagen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere klügsten Frauen sozusagen wieder Kinder bekommen. Denn wir müssen schon auch dafür sorgen, dass wir unsere Fachkräfte wieder im eigenen Land geboren bekommen. Und dafür müssen unsere klügsten Frauen und klügsten Männer wieder Kinder bekommen. Und dafür haben die zweiten Scientists for Future 2 natürlich auch Reformvorschläge, wie zum Beispiel das Steuerfreistellen der Frauen ab dem Moment der Geburt des Kindes und all die Maßnahmen, die dazu dienen, dass Frauen wieder richtig Spaß an Kindern haben. Denn wir leben im Moment in einem Land, dass die Eltern bestraft dafür, wenn sie Kinder bekommen. Ja? Das müssen wir völlig umdrehen. Dabei dürfen wir aber nicht berücksichtigen, dass wir auch vielleicht langfristig die Gesamtbevölkerungszahl
senken müssen, weil wir müssen gucken, ob wir nicht doch eine zu hohe Bevölkerungszahl für dieses kleine Land haben, wenn wir es nachhaltig und gesund mit Bionahrung und so weiter uns gesund und ernähren wollen und so weiter. Ja, und also wir brauchen also kluge Kinder von den klügsten Frauen aus dem In- und Ausland. Nur aus dem Ausland kommen die nicht mehr zu uns. Die klügsten Kinder aus dem Ausland kommen nicht mehr zu uns, weil wir nicht mehr attraktiv genug sind. Da sind andere Länder in der Welt, wo die Fähigsten, die im Ausland geboren werden, hingehen. Und wenn die Fähigsten aus einem Ausland kommen, dann integrieren die sich meistens perfekt, werden nicht kriminell auffällig, belästigen uns nicht, terrorisieren uns nicht. Sozusagen bei den Klügsten aus dem Ausland ist auch die Religion immer nur, wie es bei uns sein sollte, eine Nebensache, eine Privatsache. Und das Problem ist ja nur, wenn natürlich aus dem Ausland zu uns nicht die Klügsten kommen, sondern die Unfähigsten. Daraus entstehen natürlich gewisse Probleme, sozusagen, weil dann eben oft die Religion die Hauptsache ist, daraus resultierend natürlich eine mangelnde Integrationsbereitschaft und daraus aus eine Respektlosigkeit gegenüber unserer Polizei und unserem Rechtsstaat, und dann eben dann kommt es zu der typischen Tendenz, dass das also sozusagen unsere Jugendlichen und Kinder als scheiß Deutsche beschimpft werden und so weiter. Das sind alles Probleme, die aber mit einer Reform des Rechtsstaates, also mit einem konsequenten Durchgreifen des Rechtsstaates, wofür es ja natürlich dann bei den zweiten Scientists for Future 2 auch Reformen gibt, die Einführung des Sicherheitsgefühls, Note sozusagen und so weiter. Also auch da gibt es Lösungen für. Und am Ende kann man natürlich auch bei solchen Themen oder bei der Frage eventueller Parallelgesellschaften natürlich auch eine Volksentscheidung machen. Also für alles gibt es Lösungen. Also da, wenn die zweiten Scientists for Future 2 endlich von Fridays for Future in die Diskussion gebracht werden, gibt es natürlich für alle Probleme eine Lösung. Ja, also, aber jetzt noch einmal zurück zu diesen leicht rassistischen Äußerungen, die aus AfD und anderen Kreisen sozusagen gemacht werden und aus YouTube-Plattformen gemacht werden und so weiter. Also, erst einmal ist es so, dass alle Menschen auf der Erde von einer Art sind, also alle stammen von bestimmten Auswanderungen ab, die sozusagen alle stammen von Homo sapiens ab und von Auswanderung. Homo sapiens ist vor ungefähr 300.000 Jahren in Afrika, hat sich evolviert, und alle Auswanderungen sind so circa ab dem Zeitpunkt vor etwa 100.000 Jahren zu sehen. Und sozusagen von diesen Homo sapiens vor 100.000 Jahren in Afrika stammen wohl alle Menschen auf der Erde. Aber natürlich gibt es immer an bestimmte Regionen Teilanpassungen. Ja? Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass sich die Menschen dann, die in den kalten Regionen mit wenig Sonnenschein leben, eine sehr helle Haut evoluieren mit der Zeit, weil eben die mit der dunklen Haut zu wenig Vitamin D3-Produktion haben, weil die Sonne ja weniger ist, und deswegen dann die mit der hellen Haut besser überleben, und dann haben wir dann andere Hautfarben. Sozusagen. Je näher am Äquator, desto dunkler im Durchschnitt die Hautfarben, und je höher im Norden und je kälter und je weniger Sonneneinstrahlung,
desto heller die Hautfarben. Aber das ist sowieso alles nicht mehr so wichtig. Wir sind ja mittlerweile eine verklemmte, kranke Kultur. Wir tragen ja sogar im Sommer immer Kleidung. Wir bedecken unsere Haut. Manche bedecken ihren Haut mit Ganzkörperkleidung und so weiter. Beim Sport haben wir sogar Kleidung. Wir haben immer überall Kleidung an. Und dann sind wir die meiste Zeit in Hallen oder in Wohnungen oder in Büros. Und das heißt, wir haben sowieso ein Problem mit dem Sonnenmangel und müssen sowieso eventuell Vitamin D3, K2 substituieren sozusagen. Deswegen, also sozusagen, also das Problem, dass Afrikaner mit dunkler Haut in Deutschland eventuell einen größeren Vitamin D-Mangel haben, das haben wir sowieso, das haben wir aber auch die mit der weißen Haut. Also auch das ist wieder kein Grund, um zu sagen, dass jetzt doch die Leute mit der dunklen Haut besser in Afrika aufgehoben sein sollten, ja. Sondern die Frage ist halt wirklich, handelt es sich um gute Fachkräfte, die mithelfen im Lande und die unsere Geburten unserer klügsten Frauen sozusagen ergänzen und die sich perfekt integrieren, die keinerlei Straftaten begehen und so weiter. Welcher beruflich voll erfolgreiche Mensch wird zum Kriminellen? Also das ist eben nicht der Fall. Und also und dann muss man sehen, natürlich dieses Dunkel-Hell, das ist sicherlich nicht die einzige Anpassung. Die Menschen haben schon, auf der Erde hat viele verschiedene Regionen und an jede Region gibt es bestimmte Teilanpassungen. Manche sind natürlich auch zufällig bedingt und so weiter. Ja, also wenn Menschen aus Afrika auswandern und sich dann also auf die verschiedenen Lebensräume der Erde bis nach Südamerika wandern sozusagen, also nicht wandern, sondern sich langsam ausbreiten über die Erde bis nach Australien, bis nach Südamerika und so weiter, dann kann es natürlich immer zu Teilanpassungen kommen, die auch noch Unterschiedlichkeiten zu verschiedenen Menschen erzeugen. Und dann ist natürlich auch noch eine wichtige Information, es ist tatsächlich, soll tatsächlich so sein, dass in den biologischen Arten sozusagen die höchste sexuelle Attraktivität immer zwischen relativ eng verwandten Lebewesen also ist. Und wenn natürlich jemand dann aus, was weiß ich, aus Hinterchina kommt oder aus Südamerika, da kann es nicht, oder aus Südafrika oder wo auch immer, kann es natürlich genetische Teilanpassungen geben, die dann vielleicht nicht zu maximaler Attraktivität führen. Das ist sicherlich ein kleines Problem, aber eben, wie gesagt, rechtfertigt nicht irgendwelche rassistischen Vorstellungen, dass das also irgendwie da extrem andersartiges wäre und so weiter. Also wie gesagt, alle Menschen gehören zu einer Art und alle stammen ab von den wenigen Leuten, die ausgewandert sind vor 100.000 Jahren aus Schwarzafrika, die alle dunkel und schwarze Haut hatten und alle sehr ähnlich waren und die dann durch Ausbreitung auf die verschiedenen Regionen der Welt eine kleine Teilanpassung gemacht haben. Ja? Also es handelt sich um eine Art mit winzigen regionalen Teilanpassungen sozusagen. Ja, und wichtig ist halt auch nur, dass wenn Zuwanderer da sind, dass sie sich perfekt in unsere Welt der Aufklärung integrieren sozusagen, also 100% ich nenne nochmal die Welt der Aufklärung ganz kurz, ich guck mal gerade, wo sind sie, unsere Welt der Aufklärung, das ist ja bei den zweiten Scientists for Future. Ach so, nee, das ist die falsche, das ist die richtige. Also, das ist die Welt der Aufklärung, auf die sich ja die zweite Scientists for Future 100%ig berufen. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, aktuell Stephen Hawking, aktueller Gregor Mendel, Wallace, Darwin, ja. Also wer
Darwin nicht akzeptiert, ja, der passt natürlich tatsächlich nicht in unsere Welt der Aufklärung, ja, denn wir wollen uns ja hier nach Natur, bis hier aktueller, die ganzen Leute könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen, also hier die besten Wissenschaftler der Erde sind ja der Maßstab unserer Gesellschaft sozusagen und nicht sozusagen Anti-Wissenschaft oder Anti-Naturwissenschaft, ja. Also das ist das, darauf müssen wir einfach bestehen. Und wenn nicht, müssen wir halt Volksentscheide machen, dass Menschen, die sich nicht in unsere Welt der Aufklärung integrieren wollen und sozusagen und die Religion zum Beispiel zur Staatssteuerungsformel machen wollen, das passt halt nicht in unser Grundgesetz und in unsere Verfassung und unsere Bekenntnis zur Welt der Aufklärung. Unsere christlich-abendländische aufgeklärte Welt ist ja sozusagen nur noch sehr milde und behutsam religiös. Das ist Privatsache und Freizeitsache, aber unser Staat wird auf der Basis der Aufklärung geführt und muss sich dahin weiterentwickeln in Richtung mehr Demokratie, in Richtung mehr und durch die Reformen der zweiten Scientists for Future 2 wird ja auch endlich von einem Tag auf den anderen das Phänomen Lobbyismus aufhören und so weiter und wir werden eine glückliche und gesunde Gesellschaft bekommen, würden sie bekommen. Ja, also dann das Problem, wir müssen natürlich etwas ändern. Wir müssen sozusagen, Deutschland muss anregen, einen UNO-Flüchtlingsfonds, in den Deutschland pro Kopf mehr als jedes andere Land einzahlen muss, wegen der besonderen Geschichte Deutschlands sozusagen. Und dann wird sozusagen aus dem Flüchtlingsfonds heraus, wird in einem der Nachbarländer, die wirtschaftlich den gleichen Level haben wie das Herkunftsland sozusagen, das Krisengebiet, nur in solchen Lagern werden finanziert durch diesen UNO-Flüchtlingsfonds. Flüchtlinge, wird Flüchtlingen geholfen und werden Flüchtlinge ernährt und betreut und so weiter, sodass es aber keine Attraktionsmechanismen in Richtung Wirtschaftsmigration geben kann ab dem Moment, ja. Und damit ist dann auch das Thema sozusagen einer Wirtschaftsmigration, also so, dass also auch Leute versuchen, zu uns zu kommen, die nicht zu uns kommen, weil sie so beruflich fähig sind, dass sie bei uns einen gut bezahlten Job in Aussicht haben oder sofort bekommen und deswegen und dann sich sofort integrieren. Und ein Merkmal der Integration sollte auch sein, natürlich, dass immer sozusagen Kinder in die Welt gesetzt werden mit jemandem aus der Ursprungsbevölkerung des Landes. Das ist natürlich auch ein Zeichen der Integration, sodass dann also auch sozusagen die eventuellen kleinen regionalen Anpassungen sozusagen dann sich auch selbst verdünnen sozusagen. Und ganz generell, um jetzt mal wirklich auch noch jede restliche Spur an rassistischen Dingen von diesen ganzen YouTube-Kanälen sozusagen zu beenden, ganz klar die Information, an sich ist es in der Evolution immer so, dass sozusagen das Dazukommen, also von genetisch etwas unterschiedlichen Organismen, ja, wie zum Beispiel jemand wandert zu als fähige Fachkraft aus einem anderen Teil der Welt und findet dann einen Liebespartner sozusagen hier in Deutschland und es kommt zu einem genetischen Verbindung, dass meistens solche Verbindungen zwischen so leicht unterschiedlichen Organismen wie, weil ja letztendlich alle auf der Erde ja von der gleichen Art sind, dann so etwas befruchtet normalerweise, also zumindest habe ich das so im Hinterkopf, dass normalerweise solches Nachkommen bekommen von also Zuwanderern und Herkunftsland eigentlich immer einen
positiven genetischen Effekt auf den Genbestand und den Genpool sozusagen einer Bevölkerung hat, so dass also man eigentlich in der Biologie eigentlich immer wieder nur hört, dass es ein Problem ist, wenn es zu wenig Verschiedenartigkeit gibt und wenn der Inzuchtsanteil oder Aspekt zu groß wird. Also sozusagen, wie man früher sagte, frisches Blut, in Wirklichkeit sind es ja frische Gene, sozusagen ein bisschen frische Gene tun eigentlich jeder Bevölkerung eher gut. Also von daher ist das auch, kann das auch sehr wertvoll sein, wenn dann solche Leute, also wenn aus anderen Ländern fähige Fachkräfte kommen und die dann einen Partner aus dem Inland finden und dann Kinder in die Welt setzen und dass das also eine gute genetische Befruchtung sein kann. Ganz anders oder zugegebenermaßen ein Problem sind sicherlich Parallelgesellschaften, die nicht weder zu unserer Verfassung noch zu unserer Welt der Aufklärung passen. Ja, das ist natürlich für Wissenschaftler nicht schön, wenn unsere Aufklärung, Welt der Aufklärung in Gefahr wäre. Ne? Ja, also, ich habe es schon gesagt, also das Problem der Kriminellen oder der aggressiven Migranten und so weiter würde also mit der Rechtsstaatreform sich sofort beenden und das Problem wäre gelöst. Also von daher haben wir jetzt alle Probleme gelöst. Also all diese Ressentiments, die geschürt werden, grundsätzlich geschürt werden gegen grundsätzlich jede Art von Zuwanderer, das ist also hiermit, haben wir hiermit beendet und sozusagen ist argumentativ beendet, ja. Ja, also ich schließe ab zu diesem Thema. Alle Menschen gehören zu einer Art. Und wenn wir richtig und sinnvoll mit den zweiten Scientists for Future 2 vorgehen, dann werden wir wieder viele Kinder von den fähigen Frauen und Kindern Deutschlands bekommen. Wir werden in den PISA-Studien wieder ganz vorne liegen. Wir werden wieder Innovationen entwickeln, die Arbeitsplätze schaffen. Und wir werden ein erfolgreiches Land sein. Und mit den gesamten Reformen der zweiten Scientists for Future 2 werden wir uns den Luxus leisten können, der absolute Vorreiter im Klimabereich, Klimaschutzbereich sein zu können. Kohlestoff 2026 ist, jetzt müssen wir ja bald sprechen von 27, weil ja jetzt ein über ein halbes Jahr vergeudet wurde mittlerweile. Ja, dann nur noch ein, ja, also jetzt erst einmal abgeschlossen. Also für all diese ausländerfeindlichen Bemerkungen gibt es keine reale Grundlage. Fähige, kompetente Fachkräfte, die aus dem Ausland zuwandern, können sogar ein genetischer Gewinn für uns sein und ein positiver Aspekt auf Deutschland haben und auf Europa haben und so weiter und können sozusagen unsere genetische Situation verbessern und uns helfen auf dem Weg, den wir sowieso gehen müssen, nämlich, dass wir wieder von den letzten Plätzen bei PISA wieder zu den ersten Plätzen bei PISA zurückfinden müssen. Sonst geht sowieso Europa kaputt. Wie Professor Sinn ja angedeutet hat, ist, dass Europa sonst sterben wird und von Asien und China und USA und so weiter überholt werden wird und wir dann uns Richtung armes Land bewegen. Ja? So, also damit ist das Thema Rassismus endlich vom Tisch, ja? Und erledigt und zerstört oder wie auch immer. Ja. So, noch ein paar andere Punkte. Fridays for Future ist ja in einem allmählichen Sterbeprozess. Im Moment werden sie ja wieder schwer angegriffen wegen ihrer Diffamierung oder Diskriminierung der Alten sozusagen. Ja, als dabei sind alle Menschen sind schuld an dem Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft. Alle haben mitgemacht in den letzten 400.000 Jahren. Das ist ein Menschheitsfehler und jede Diskriminierung besonderer Gruppen wie der Älteren ist natürlich fehl am Platze. Dann
wurde nochmal deutlich, der von Professor Volker Quaschning, sein zentralster Irrtum, wurde nochmal so richtig deutlich, das hat er nochmal so richtig ausgesprochen. Er hat so seine naive Weltsicht geschildert, seine naive antinaturwissenschaftliche Weltsicht geschildert. Er schilderte so quasi, ja, die Leute haben früher Pferdekutschen gefahren und wenn sie sich nicht dafür entschieden hätten, das Auto zu kaufen, dann würden wir heute noch mit Pferdekutschen rumfahren. Also das heißt, er unterstellt, dass es einen Null-Einfluss gäbe im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft von den Werbemillionen einer Automobilindustrie zu den Gehirnen der Menschen. Es gäbe also überhaupt keinen Einfluss dahingehend, sozusagen die Menschen zu verändern, sodass sie dann sozusagen mehr Nachfrage für Autos entwickeln. Und das ist, das zeigt, dass er von Menschen überhaupt nichts versteht und von der Evolution schon gar nichts versteht, ja. Denn also ich will das mal als Hausaufgabe für Professor Quaschning formulieren. Beschäftigen Sie sich bitte mal einfach mal ein paar Jahrhunderte, denn so lange werden Sie wahrscheinlich brauchen, mit Evolution und mit der naturwissenschaftlichen Analyse der sozialen Marktwirtschaft, ja. Und dann werden Sie feststellen, dass das also sozusagen die Tauschhändler, also die ersten Autoverkäufer, natürlich auch Möglichkeiten hatten, sozusagen Einfluss zu nehmen auf die Gehirne, also die mimetische Evolution einer gesamten Gesellschaft zu beeinflussen, die am Ende sozusagen eine Nachfrage, und zwar eine künstlich überhöhte Nachfrage nach Automobilen generiert haben. Also sozusagen die Vorstellung ist völlig naiv. Da fällt mir gerade Jurassic Park wieder ein, wo der richtige Satz gesagt wurde, das Leben findet irgendwie immer seinen Weg. Ja? Das ist nämlich in der Evolution, ist es immer so, dass wenn ein neuer Player auftaucht, wie die Automobilindustrie, und die jetzt natürlich irgendwo ein Interesse daran hat, dass es irgendwie dazu kommt, dass zum Beispiel die Nachbarn in einem Wohnhaus sich nicht mehr vertragen, sondern eher sich streiten oder eher Krach miteinander haben wegen jeder Kleinigkeit und keine gute Nachbarschaft mehr existiert, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute größere Reisen unternehmen müssen, um zum Beispiel Menschen in anderen Regionen, zum Beispiel, dass wir in Deutschland haben wir das Phänomen, dass viele Menschen in Hamburg wohnen und ihre wenigen Freunde mit dem Auto in München besuchen, zum Beispiel. Ja, und jetzt unterstellt ja Professor Quaschning, es gebe keine Einflussmöglichkeit von mittlerweile milliardenschweren Automobilkonzernen in die Psyche, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, in die Psyche der Menschen herein, um zu erreichen, dass sie mit ihren Nachbarn sich nicht mehr vertragen und deswegen mehr Autos konsumieren und mehr Autos fahren, als gäbe es solche Evolutionsprozesse still und leise sozusagen, solche Evolutionsprozesse, als gäbe es die nicht. Das zeigt, dass er von der mimetischen Evolution überhaupt keine Ahnung hat und davon, dass eben das Leben immer einen Weg findet. Bis jetzt jeder Konzern, die Tabakindustrie hat immer Wege gefunden, Menschen so zu manipulieren und zu beeinflussen, dass sie tendenziell nikotinsüchtig werden. Jede Industrie findet einen Weg in unserer Gesellschaft und löst Evolutionsprozesse aus, die Menschen psychisch so verändern, zum Beispiel die Süßigkeiten oder die Schokoladenindustrie. Natürlich findet die immer irgendeinen Weg, Menschen so zum Beispiel verklemmt zu machen, dass sie mehr Liebeskummer haben, und dann natürlich ist Schokolade ein guter Tröster bei Liebeskummer. So als ob unsere Gesellschaft undurchlässig wäre. Hier wären die Konzerne mit ihren Werbemilliarden und mit ganz viel Geld und mit ganz vielen Möglichkeiten, das Denken in einer Gesellschaft zu beeinflussen. Und da wäre der Konsument, der einfach nur die Schokolade kauft, obwohl er total glücklich ist, obwohl er frisch verliebt ist, obwohl er ganz viel Liebe um sich herum hat und so weiter. Trotzdem kauft er maximal Schokolade. Und das ist völlig unabhängig, als ob die sozusagen die
Konsumentenebene und deren Gehirne völlig losgelöst sein von der Schokoladenindustrie und der Automobilindustrie. In Wirklichkeit gibt es da mimetisch-genetische Evolutionsprozesse, mit denen diese Welten völlig in Verbindung stehen, und sodass also jeder Teil der Wirtschaft in der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise im Rahmen des Kapitalismus die Psyche aller Menschen um sich herum verändert und sie tendenziell psychisch in Konsumenten und Konsumsüchtige seiner Produkte verwandelt, ja? Und das hat Professor Quaschning also nochmal in dem neuesten Video, das gerade wieder bei YouTube da erschienen war, verraten, dass er also von Menschen überhaupt nichts versteht. Er sollte also seine Finger davon lassen, irgendwie die Gesellschaft beraten zu wollen, wie wir die notwendigen Reformen machen, um den Klimaschutz hinzubekommen, weil er von Menschen überhaupt nichts versteht und ein total antinaturwissenschaftliches Bild von einer angeblichen Nachfragelenkung unserer Wirtschaft sozusagen durch die Bürger auszugehen. In Wirklichkeit verändert und generiert jede Industrie im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft psychische Veränderungen in den Köpfen der Menschen, und das führt dann und generiert sich so selber die Nachfrage nach seinen Produkten. Ich mache nur ein Beispiel, um die Absurdität noch einmal klar zu machen. Kein Löwe auf der Welt, kein männlicher Löwe würde jemals anfangen, an seiner wertvollen Löwenmähne in seinem Gesicht rumzuschneiden und rasieren zu wollen und beschneiden zu wollen. Aber irgendwann entstand im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, eine Scherenindustrie, eine Rasierklingenindustrie, eine Rasiergeräteindustrie, und die hat natürlich mimetisch-genetisch den Rest der Gesellschaft so beeinflusst, dass irgendwie am Ende uns die Menschen es plötzlich nach und nach schöner fanden, wenn jemand glatt rasiert war, als wenn er ein Vollbart trägt, was der Naturzustand eines Mannes ist, zumindest für Nordeuropäer sozusagen. Ja, und so hat die Rasierutensilienindustrie und die Friseursindustrie sozusagen die Psyche von Menschen beeinflusst, sodass sie es dann schick fanden, sozusagen sich glatt zu rasieren, und dadurch stieg dann der Umsatz von Rasierapparaten rasend an, so als ob es ein Naturbedürfnis sei, von Menschen sich zum Beispiel Ganzkörper zu rasieren. Ja? Also nur um das nochmal ganz deutlich zu machen. Wir wissen mittlerweile, dass die Ganzkörperrasuren zum Beispiel, besonders auch im Intimbereich, regelrecht gesundheitsschädlich sind. Sie kriegen also mehr Erkrankungen, wenn sie zum Beispiel im Bereich der Geschlechtsorgane total rasiert sind, dann kriegen sie mehr Erkrankungen. Das ist gesundheitsschädlich. Also es geht nur eine Rasierapparateindustrie kann solche Moden über die mimetisch-genetische Evolution in die Köpfe der Menschen hereinpflanzen, dass sie plötzlich anfangen, etwas Gesundheitsschädliches zu machen und naturgemäß produzierte Haare sozusagen sich Ganzkörper zu enthaaren. Ja, und also Professor Quaschning hat keine Ahnung von Evolutionsprozessen, von der mimetisch-genetischen Evolution, null Ahnung. Bitte, Herr Professor Quaschning, studieren Sie mal 20 Jahre Evolutionsbiologie, bevor Sie versuchen mitzureden, wie wir das Problem Klimaschutz in Deutschland lösen können. Das können nur die zweiten Scientists for Future 2 und nicht die ganzen dafür gar nicht kompetenten Leute von den Scientists for Future 1. Also liebe Fridays for Future, ihr seid in einem Sterbeprozess, und euer größter Fehler war, euch mit den Scientists for Future 1 zu assoziieren, weil die das einfach nicht können, weil die nicht genügend naturwissenschaftliche Kompetenz dafür haben. Und ihr könnt jede Gruppierung, jede weltweite oder sonst wie geartete Jugendbewegung und so weiter ist ausgestorben. Wir haben keine Jugendbewegung, die heute noch existiert sozusagen.
Also wird auch Fridays for Future jetzt langsam in einen Sterbeprozess übergehen und eure letzte Chance, das Ganze noch zu retten, ist die Kooperation mit den zweiten Scientists for Future, zwei mit den echten Naturwissenschaftlern, die es können, ja? Und dann noch eine letzte Bemerkung, noch einmal zum Thema Impfpflicht, weil das auch nochmal aufgekommen war in den Jahresrückblicken, ja. Also wir müssen uns klar sein, dass das einer der schlimmsten Übergriffe und Verfassungsbrüche der letzten Jahrzehnte ist, dass das sozusagen hier, ich will es nochmal ganz deutlich machen, dass also dass die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie es quasi jetzt geschafft hat, die ja immer unter dem Generalverdacht bisher, juristisch immer unter dem Generalverdacht stand, dass die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie schwere oder leichtere Körperverletzungen unter dem Vorwande der Heilungsabsicht begeht und dass natürlich solche Körperverletzungen unter dem Vorwande der Heilungsabsicht immer natürlich mit Skepsis von unserem Grundgesetz und unserer Verfassung beobachtet werden muss, weil hier natürlich sozusagen Körperverletzungen sozusagen eigentlich unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit bricht sozusagen und dass natürlich immer mit großer Skepsis gesehen werden muss, wenn eine Industrie massenweise Körperverletzungen begehen will unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht sozusagen. Und dieses zu durchbrechen und quasi jetzt sozusagen Menschen zwangsweise der Körperverletzung und sei es auch nur einer Impfung unterziehen zu dürfen sozusagen, ist ein Dammbruch. Das ist ein Verfassungsbruch, ein Verstoß gegen unsere Grundgesetze. Lieber Verfassungsschutz, greifen Sie ein und führen Sie eine Verfassungsschutzklage durch, dass hier sozusagen die Ministerien sozusagen unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit beschädigt haben und stellen Sie wieder den Zustand vor, dass jeder Mensch oder seine Eltern einwilligen muss in jegliche Form der Körperverletzung unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht oder Krankheitsverhinderungsabsicht. Die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrer Lebensstilmedizin und mit ihrer Gesundheitsförderung und Präventivmedizin begeht keinerlei Körperverletzungen unter dem Vorwande der Heilungsabsicht und ist natürlich dann sowieso die richtige Lösung dafür. Also wer präventivmedizinisch durch gesunde Lebensstilmedizin gesund aufwächst, der braucht wahrscheinlich dann auch gar keine Impfungen mehr. Muss man dann mal schauen. Aber auf jeden Fall, über Impfungen kann ja jeder diskutieren, wie er will in der Demokratie, aber auf jeden Fall muss das Recht auf völlige körperliche Unversehrtheit wieder vollständig hergestellt werden dieser Fehler muss korrigiert werden, ne? Ja, also so viel für heute. Wir haben also jetzt die endgültige Absage an diese leicht rassistischen Tendenzen in der Gesellschaft rund um die AfD in den letzten Jahren. Also wir können das aus naturwissenschaftlicher Sicht alles völlig vergessen. Ein gewisses Maß an Zuwanderung von genetisch sehr fähigen, kompetenten und integrationsbereiten Menschen ist sogar positiv für die europäische Bevölkerung und kann unseren Genpool nur positiv befruchten und so weiter. Und damit ist eigentlich jede Idee einer irgendwie Reinrassigkeit oder so biologisch beendet. Und wir sind bei der Realität und können nun vernünftig mit den Dingen verhandeln und können alle diese AfD-Sachen und AfD-nahen Dinge, die können wir einfach dorthin frachten, wo sie gehören, in den Mülleimer einer demokratischen Diskussion, in der sie keine guten Argumente haben, sondern jenseits der naturwissenschaftlichen Realität argumentieren und wir brauchen sie einfach in Zukunft nur nicht mehr zu wählen und zu beachten. Ja,
alles klar, widmen Sie sich der Naturwissenschaft, googeln Sie zweite Scientists for Future 2, da haben Sie echte Wissenschaft. Gell? Tschüss.